Ja, das Auto ist also bei mir in regelmäßiger Benutzung. Wir machen Ausfahrten damit. Das Auto ist über die Jahre auch immer im Betrieb gewesen. Es ist nie komplett restauriert worden. Also somit kennt man schon auch die Altersschwächen an dem Auto. Es ist repariert worden, aber die eigentliche Substanz dieses Autos ist noch immer die originale. Der erste Teil ist gedreht. So, jetzt habe ich Fragen bekommen. Eine Frage war: schönes Video, aber was ist das für ein Auto? Ich kenne es nicht. Und das ist an sich die Gelegenheit heute, hier mal im Museum auch in der oberen Etage zu gucken. Wir restaurieren ja nicht nur einen Alvis, sondern wir haben auch einen zweiten Alvis hier stehen. Okay, und deswegen haben wir den Georg heute hier und wir stellen mal das Auto vor, was hier im Museum, in der Stiftung, auf der oberen Etage steht. So, auf dieser Etage stehen ja nur englische Autos und in welcher Liga spielte denn der Alvis in der Nachkriegszeit? Also der Alvis war schon für eine gehobene, aber konservative Klientel gebaut. Diese Menschen wollten keine Autos in Pontonform, die wollten auch nicht die neuesten Techniken haben, sondern etwas typisches Britisches. Ich glaube, wenn man sich dieses Auto anschaut, dann ist das ein Auto, das man vielleicht Miss Marple zutrauen würde. Aber weniger einen Stirling Moss. Zu einer Zeit, als die Pontonform sich schon durchgesetzt hatte, hatte er noch freistehende Kotflügel, freistehende, zumindest angedeutete Trittbretter und überhaupt ein ganz konservatives Ambiente. Was sind Vergleichsmarken? Der Riley steht hier vorne davor. Riley war damals noch nicht geschluckt von British BMC, sondern noch eigenständig, aber nicht ganz so hoch angesiedelt. Also ich würde schon sagen, Aston Martin, Bentley waren die Marken, die sich im gleichen Segment tummelten. Zu diesem Auto, also auch noch eine betont konservative Karosserieform. Die Kunden wünschten das auch, aber das wurde später auch Alvis ein wenig zum Verhängnis. Die Karosserien hat Alvis nicht selbst gebaut, sondern einem Zulieferer überlassen. Alvis selbst baute nur die Motoren, die Achsen, das Getriebe und so weiter. Die Karosserie kam von Mulliners auf Birmingham und einigen anderen. Die offenen Karosserien kamen meistens von Tickford. Man bestellte sich also ein Auto ganz nach eigenen Wünschen. Und erst ab Mitte der 50er Jahre änderte sich das bei einem anderen Modell, das wir gleich später auch hier sehen können. Dieser jedenfalls ist noch einer aus der konservativen Phase, obwohl er schon den neuen Motor hat. Am Ende dieser voll britischen Reihe, bestehend aus Riley, Triumph und Rover, steht eben auch das Ende von Alvis. Die britische Autoindustrie hat ja, wenn man so will, mehrere Verelendungsstufen erfahren, mehrere Fusionen. Rover zum Beispiel hat Alvis übernommen. Heute kennen Alvis nur noch Leute, die sich sehr intensiv mit Autos beschäftigen, wie zum Beispiel dieser Sammler hier, oder Leute, die sehr anglophil sind. Autos werden nie eingeklebt. Das ist eigentlich seit 1990 sicherlich ist das Standard. Davor wurden die Scheiben in ein Gummi eingelegt, das in die Karosserie verspannt wurde. Und das war eine Bauweise, die so ab den, ja, sagen wir mal so 50er, 40er Jahren schon praktiziert wurde. Bei dem Auto ist das so, dass die Scheibe in das Fahrzeug eingelegt wird.
dann wird diese Messingleiste, das ist eine massive Messingleiste, die von innen mit sogenannten Leistenschrauben versehen sind. Das sind etwa 60 Stück rundherum und diese Leistenschrauben werden durch die Karosserie durchgesteckt und werden von innen verschraubt. Also sozusagen ist die Frontscheibe hier nicht geklebt, auch nicht mit Gummis befestigt, sondern die ist verschraubt. Das ist also etwas, was die Konstruktion ja schon außergewöhnlich macht. Hier tiefer. Ja, ja. Weil das hier wieder gleich. Dies ist wieder gleich. Ja, ja. Wir müssen also das Maß nehmen am untersten Rohr. Am untersten Rohr müssen wir nehmen. Ja. Für hinten. Ja. Aber die hintere hängt noch wesentlich höher, geht also nicht gerade durch, sondern. So, ihr guckt gerade nach den Spaltmaßen, ist das richtig? Nein, was kann überhaupt? Wir gucken hier unten runter, okay. Weil wir das da hinten genau waagerecht machen wollen, damit das waagerecht weiterläuft, dasselbe hier vorne. Auch da nimmst du jetzt die Höhen, wie hoch der jetzt ungefähr steht? Nein, das ist nur das ist zu gucken, wie müsste er sein, weil bei uns das alles noch los ist, hinten wie vorne. Aber ich sage jetzt mal, von den Karosseriemaßen ist das hier anspruchsvoll. Da sind wir jetzt ja ganz weit entfernt. Ja, das müssen wir nachher. Das heißt also ungefähr, das wäre so das Maß, wo man da so hinkommen müsste. Das ist ja nicht viel. Das messen wir gleich mal so ungefähr nach, wie das hier passend ist, was wir da so ungefähr erreichen müssen bei uns. So weit sind wir da nicht von weg. Also ihr seid jetzt optimistisch, wenn der jetzt wieder richtig gelagert ist. Richtig. Dann müsste der so von den Höhen wieder angepasst sein, die Karosserie, ja. Und dann müsste das so ungefähr wieder so stimmig werden. Sollte das so aussehen, ja. Mhm. Wenn er fertig ist. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich auch. Okay. So. Okay, dann haben wir das. Ich werde sowieso mal insgesamt runterfahren, weil ich habe oben noch ein paar Sachen, die ich so gucken wollte. Achtung, es kommt eine Tür. Hier ist noch Holzrahmen, oder? Alles Holzrahmen, ja. Das sind Ihre können eine kurze Zeit sein, oder? Ja, das sind neue. Ihre ne? sind. Okay. Befestigung meinst du, war nichts, oder? Ne, die ist nicht gut. Werden wir nacharbeiten. Je länger man an dem Auto gebaut hat, ne? Nichts mal eben zur Großserie, sondern Handarbeit. Traumhaft. Und wer hatte immer einen Schiebelift, Dieter? Wer hatte immer einen Werkstuhlschiebelift? Nein, das ist ein Werkswagen, wo alles neuer dran getestet worden ist an dem Auto. Ach so. Deswegen ist das so ein Ding, was über mehrere Jahre geht. Der Wagen hat also alles drin von Baujahr 59, mit allen Verbesserungen bis 1962. Naja. Wenn ich die Scharniere richtig einmal okay, ich kann nicht was bewegen. Das ist immer doch oben. Nein. Perfekt. Hier. Oh, wie dick ist das? Macht man die Seite? Wow. Ja, 6 mm. 6 mm? Das sind 6 mm. Ja. Nur Benzin, ne? Kann man da was fließen oder bewegen? Das kann man sehen. Ja, so langsam müsste da oben eigentlich gefördert haben, ne? Ja, eine Handpumpe, ne? Ach, das hat er auch noch. Ja, richtig, der Nahtbogen. Da kann man sich ein bisschen helfen. Beim VT muss man nur mit der Handpumpe Benzin anbringen.
Luftpolster und eher nur Luft raus. Ne? Hm? Aber trotzdem nichts. Das hört man hinten, ne? Ja. So, mal wie schafft was? Oder wie ist dieser hier? Starte doch mal. Ja, und jetzt kann man starten, bitte. So, weiter. Oben am Vergaseaufzug? Den habe ich, da war ja klar am Tropfen. Ach, da war klar am Tropfen. Da war ja der Sprit da. Ja, sonst.